Die Person, die mein Leben maßgeblich beeinflusst hat, ist eigentlich meine Mutter wegen meiner Erziehung und aber auch mein Onkel, der mir viel Disziplin in Sachen Kampfsport und dann aber auch aufs Leben übertragen beigebracht hat. Wenn ich mit einer Person tauschen könnte, dann wäre das, ich glaube, wenn ich tauschen könnte, wäre es eine Frau. Einfach um zu wissen, wie das mal ist. Das finde ich an mir besonders schön. Tja, muss ich mir mal kurz überlegen, ohne wirklich eitel zu klingen, finde ich an mir besonders schön, dass ich doch häufiger lachen kann über bestimmte Sachen. Also, dass ich es echt geschafft habe, noch einen gesunden Optimismus zu wahren, obwohl diese Welt teilweise manchmal richtig kacke ist. Das darf bei gutem Sex nicht fehlen. Ich denke, guter Sex braucht eine gewisse Stimmung. Also wie definiert man jetzt Stimmung? Aber ich glaube, so eine gewisse Energie, die damit zu tun hat, ob man den anderen riechen kann oder nicht und ja, ob man ihn auf gut Deutsch gesagt geil findet. Gibt es eigentlich Gott? Wenn ja, wie viele? Ich bin der Überzeugung, dass es etwas gibt, was wir nicht wahrnehmen können, nicht begreifen können und deswegen auch etwas quasi Übernatürliches immer anwesend ist. Ob ich es Gott bezeichnen, als Gott bezeichnen würde oder diesen Namen verwenden würde, nee, also ich würde nicht Gott sagen dazu. Das letzte Mal, als ich von einem Fan angesprochen wurde und ich nicht damit gerechnet habe, war, glaube ich, mal wieder auf einer Party, weil ich dann allzu gerne vergesse irgendwie, dass ich ja ich bin und eine gewisse Aufmerksamkeit auf meinen Status bzw. auf meine Rolle als Rolle in einem Film gelegt wird und ja, da ist es mir dann wieder aufgefallen, dass ich ja doch irgendwie ja, besonders wahrgenommen werde oder so. Dafür habe ich immer Ärger von Mama bekommen. Also von meiner Mama habe ich selten Ärger bekommen. Aber ich glaube, wenn ich Clown war, dann war das nicht so schön für sie. Wann war ich das letzte Mal so richtig betrunken? Ich glaube, das war vor einer knappen Woche auf einer Berlinale-Party in der Bar 1000. Ja. Okay.